Neue Woche, neues Allzeithoch an den Aktienmärkten. Insbesondere die Sitzung der US-amerikanischen Notenbank hat die Hoffnungen der Börsianer befeuert, dass die Zinsen noch lange niedrig bleiben, dass der Anstieg der Renditen am langen Ende ausgebremst werden kann und dass dementsprechend das Umfeld für Aktien sehr, sehr positiv bleibt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Commerzbank Wochenausblicks, unserem kompakten Ausblick auf die kommenden Handelstage. In den nächsten Handelstagen werden uns im Wesentlichen drei Themen beschäftigen. Zum einen die Nachlese der jüngsten Notenbanksitzungen. Nach der EZB hat ja auch die Federal Reserve in den USA die Leitlinien ihrer Geldpolitik für die kommenden Monate bekannt gegeben. Dabei wird eines klar, die Notenbanken drücken das Gaspedal weiter durch, auch wenn die Inflationsraten weltweit entsprechend deutlich gestiegen sind und auch noch weiter steigen dürften. Damit befinden sich die Börsen mehr oder minder in einer Art Goldilocks-Szenario, also in einem Umfeld, in dem ein starkes Wirtschaftswachstum zu beobachten ist und gleichzeitig die Notenbanken die Zinsen sehr, sehr niedrig halten. Das einzig Ungewöhnliche an diesem Goldlöckchen-Szenario ist diesmal, dass die Inflation deutlich höher ausfällt. Das interessiert die Notenbanken aber nur am Rande. Zum Zweiten werden wir uns anschauen, wie sich die politische Agenda weiterentwickelt, insbesondere zwischen China und den USA, aber auch zwischen Russland und den USA sind die Spannungen zuletzt wieder etwas größer geworden. Das dürfte das außenpolitische Terrain entsprechend belasten. Aber innenpolitisch dürfte irgendwann die Frage auftauchen, wer denn nun die Zeche für die Corona-Pandemie zu zahlen hat, für die massiven Staatshilfen, die die Staatsverschuldung deutlich nach oben getrieben hat. In Großbritannien und den USA werden erste Rufe nach deutlichen Steuererhöhungen laut. Von daher könnte hier langsam aber sicher ein Stück weit Gegenwind anstehen. Für Kontinentaleuropa gehen wir davon aus, dass diese Diskussion tatsächlich noch einige Zeit auf sich warten lässt, sodass wir hierzulande tatsächlich das beste Umfeld für die Kapitalmärkte erwarten. Und drittens wird interessant sein, wie die Anleger auf diese Neuigkeiten reagieren. In der jetzt ablaufenden Woche haben Anleger wieder massiv Gelder in den Aktienmarkt umgeschichtet. Wir gehen davon aus, dass diese Euphorie, diese Zuversicht in steigende Aktienkurse noch eine Zeit lang anhalten wird und uns tatsächlich bis in den Sommer hinein noch deutlich steigende Kurse bescheren wird. Danach könnte es dann aber ein Stück weit schwieriger werden, deutlich volatiler. Was heißt das für die kurzfristige Positionierung? Wir bleiben sehr optimistisch für Aktien und sind hier bereits deutlich übergewichtet. Dieses deutliche Übergewicht lassen wir zunächst unangetastet. Bei Rohstoffen setzen wir klare Akzente auf die metallischen Rohstoffe, das heißt sowohl auf die industriell genutzten als auch auf die Edelmetalle. Vorsichtig bleiben wir bei Öl, wo wir nach dem sehr starken Preisanstieg eher Rückschlag- und Korrekturrisiken sehen. Am Anleihemarkt dürfte zwar der unmittelbare Renditeanstieg zunächst gebremst sein, angesichts weiter steigender Inflationsrisiken auf der sehr kurzen Sicht halten wir es allerdings für wahrscheinlich, dass wir bis zum Sommer tatsächlich auch noch mal etwas höhere Langfristzinsen sehen. Von daher raten wir momentan noch davon ab, wieder Positionen im Anleihebereich aufzubauen, insbesondere bei längeren Laufzeiten. Das könnte sich aber insbesondere in den USA dann ab dem Sommer anbieten. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal ein gutes, ein erholsames Frühlingswochenende und verbleibe bis zur nächsten Woche. Ihr Chris Oliver Schickentanz.